Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja den, was war das, der Fernsehturm, den haben wir gestürmt, beziehungsweise das Studio. Wollten da eigentlich nur mit dem Präsidenten reden, aber da kamen dann Crystis und Cell dazwischen. Nee, gar nicht, war Crystis und Cypher. Wir haben eine mysteriöse Hexe kennengelernt und ja, dann ging alles drunter und drüber und wir mussten dann Timber verlassen. Sind mit dem Zug nach Galbadia, nee, doch, nach Garden Ost gefahren und ja, wir stehen da jetzt nun und suchen den Garden, wo wir jetzt hin müssen. Und der ist hier hinten. Ja, nach dem Kampf. Auf jeden Fall müssen wir durch den Wald. Oh je. Gut. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall links durch den Wald. Und hinter dem Wald liegt halt der Galbadia Garden. Ja, wir stehen schon auf der schwarzen Liste von Cypher. Das wissen wir, das haben wir ganz am ersten, ja doch, in den ersten zwei, drei Folgen. Da haben wir das ja gesehen, wie wir Cypher vorgestellt bekommen haben. Da kamen dann mit Fujin und Raijin an. Naja. Tja, das ist die Frage, ne? Vielleicht, ja. Der Präsident wird sich bestimmt irgendwie rächen. Tja, Cell, du hättest nicht so viel plappern müssen. Ein wenig Selbstbeherrschung wäre nicht schlecht. Okay, Renoir zieht Squall gerade ein bisschen auf. Ich meine, also echt... Ah, guck mal eine an. Das Geräusch kennen wir doch. Aha. Okay, Cell wurde diesmal verschont. Das heißt, nur Crystis, Sylvie und ich werden jetzt wieder Laguna, Kyros und Ward spielen. Das ist ja toll. Wo wir hier wohl sind gerade. Ich meine, in den letzten Part, wo wir mit Laguna gespielt haben, da waren wir ja, glaube ich, in... wo waren wir? Delling City? Oder Galbadia? Ah, ich irre mich mal. Wie immer. Genau, wir müssen jetzt gucken, ob alles gekoppelt ist. Er hat nichts. Er hat. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, was er hat. Nein, warte mal. Oder obwohl wir können Ward eigentlich das geben, was halt noch so da ist. Magie. Ja, so lassen wir das. Weil wir brauchen ja die AP-Punkte für die GFs. Gut. Draw-Punkt brauchen wir nicht. Ich habe hier ordentlich gefarmt. Und das sieht aus wie ein, weiß ich nicht, so ein riesiges Kraftwerk oder sowas.
oder eine Mine. Links fließt die Erde nach unten. Oh, da kommt jemand. Ein Esther-Soldat. Okay, das heißt, wir sind in Esther. Und wir werden umzingelt. Hallo? Wir kommen in Frieden. Oder auch nicht. Gut. Next one, please. Ah, ich finde diese Musik einfach nur so herrlich. Ich weiß auch nicht. Da macht das Kämpfen doch richtig Laune. Richtig Spaß. Drei auf einen Schlag, komm. Nein, wäre ja langweilig. Wir machen die einzeln. Peng! Ganze 44. Da wäre die Wurfharpune gewesen. Die Special Attack von Ward, wie auch immer. Okay, ein paar sind Level up, das ist sehr schön. Wir gehen mal geradeaus weiter. Ja. Genau. Aua, aua. Ich werde euch am Ende dieser Episode mit sehr viel Glück, also je nachdem, wo ich aufhören werde, werde ich euch meinen geheimen Levelplatz zeigen. Da könnt ihr echt leveln, bis ihr schwarz werdet. Das geht da sehr schnell. Gut. Aber alles zu seiner Zeit. Oh ja, das ist lustig. Wir machen mal hier... Na, das war doch hier, oder? Komm mal da weg. War das nicht hier? Na. Okay, ich lass mal die Jungs da. Ah, hier. Okay. Das ist natürlich ziemlich lustig. Wir haben ja irgendwie ziemlich viele Verfolger gerade. Und wir werden jetzt mal einfach eine kleine Falle stellen. Ja, komm, leg den Hebel um. Lustig, lustig. Die fallen auch bestimmt auf so einen Scheiß rein. Ja, mal schauen, ne? Wir bestätigen natürlich den Hebel, beziehungsweise betätigen. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob jemand da reinfällt. Utschabup. Da flog der Erste. Ja. Oh nein. Oh nein, oh nein. Nicht gut. Nicht gut. Anti-Z. Ja, Anti-Z ist nur in bestimmten Kämpfen ziemlich gut. Anti-Z bedeutet Anti-Zauber. Für die Nichtwissenden.
Und wenn ihr euch jetzt so einem Anti-Zett auf euch zaubert, dann habt ihr quasi so ein Schutzschild gegen Zauber. Ja. Oh. Oh nein. Wo war ich gerade? Genau. Oh Gott. Ach. So, nochmal von vorne. Also Anti-Z. Ja, die Musik ist so laut. So, also Anti-Z ist, das war, glaube ich, das war halt, glaube ich, die, ich schau mal, ob ich das schon habe. Also, wenn ihr Protest macht, dann habt ihr halt ein Schutzschild und Anti-Z macht das halt wieder kaputt. So. Aber ich wollte jetzt eben mal was benutzen. Okay, die sind schon geheilt. So, wir müssen nämlich ab und zu auch mal auf unsere HP achten. So immer sind wir noch nicht. Ja. Wenn ihr euch wundert, warum Laguna so wenig HP hat, das liegt einfach daran, dass die, dass sein GF, die er gekoppelt hat, halt nicht wirklich auf HP bzw. Stärke und so fixiert sind. Fixiert. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Rechts oder rauf? Wir gehen mal rechts, links hier rauf. Dann gehen wir hier lang. Gebt mir mehr. Schön, dass sie ein bisschen leveln können, die GFs hier. Das ist sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Zwei Lunden und ein roter und ein blauer Schalter. Ein Auslöser für Dynamit vielleicht. Hm. Aha, aha. Die blaue, kürzere Lunte ist für den Fels hier. Und die lange rote für den Fels irgendwo da hinten, oder? Das ist wahrscheinlich diese kleine Kugel, an der ich da gerade vorbeigelaufen bin. Hey Laguna, willst du etwa Sprengsätze zünden, von denen du nicht einmal die Menge weißt? Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so intelligent. Aber wir kennen ja Laguna, er ist verrückt wie weiß ich nicht was. Und wir können uns jetzt entscheiden, welchen Felsen wollen wir sprengen? Den roten hier vorne? Ne, hinten und oder den blauen hier vorne. Ich glaube, wenn wir den roten machen, dann geht unten der Stein weg und dahinter ist ein Drawpunkt. Da könnt ihr dann irgendeinen Zauber ziehen, das weiß ich aber nicht. Ach komm, machen wir das mal kurz. Also hier vorne weiß ich, ist nichts. Da hat es ordentlich geknallt. Aha, nee. Da hinten wäre jetzt der Drawpunkt, aber ich habe jetzt auch keine wirkliche große Lust, da jetzt lang zu latschen und nochmal nur um zu gucken, welcher Zauber da jetzt ist. Man kriegt sowieso jeden Zauber irgendwann. Ich möchte ja die Geschichte spielen. Das war halt nur ein kleines, lustiges Gadget, würde ich jetzt mal fast sagen. Eine kleine, lustige Szene zwischendurch. So, wir nähern uns dem Ausgang. Fast.
Ja, so eine Person ist nicht wirklich schwierig. Und weiter geht's. Oder auch nicht. Ach ja. Da fängt er wieder an zu tanzen. Wenn er nicht aufpasst mit diesem Reflexionsstrahl, dann könnte er sich locker selber treffen, ey. Und wieder ein paar Level up, das ist natürlich sehr schön. So, hier einmal um die Kurve nach oben. Irgendwie so. Und wir sind beim Ausgang. Wir können hier speichern. Das machen wir auch mal kurz. Haha. Ja, super. Oh, ein Schwarzer. Ich glaube, die halten ein bisschen mehr aus. Ja. Autsch. Aber auch nur ein bisschen mehr. So, dann wollen wir doch mal gucken, was uns da oben erwartet am Ende der Treppe. Ah, ja, das ist doch schön. Ach, ist das etwa eine aussichtslose Situation? Gute Frage. Auf geht's. Ja, der eine ist hier halt kein Problem. Okay, die Musik geht noch weiter. Ah, meine Nase juckt. Ja. Tja. Was kommt jetzt? Zwei. Ne, ein schwarzer und ein bunter. Okay. Okay, die Musik geht immer noch weiter, das heißt, es kommen noch welche. Oh Mann, beschmeiß mich doch gleich mit Wattebällchen. What?
Habt ihr das gesehen? Autsch. Okay. Wir haben den Kampf überstanden, mehr oder weniger. Seht mal das Meer. Das ist unsere Rettung. Wir können nach Galbadia zurück. Ja. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt zu tun haben. Macht doch einfach einen Körper nach unten. Wie bei Lara Croft. Was? Er wurde am Hals erwischt. Er kann nicht sprechen. Oh je. Gelbe Karte, Ward. Sowas sagt man nicht. Als Strafe gibt's Kaugummi ins Haar. Hat er nicht eine Glatze? Oh je, oh je. Seht mal, Kreuzer, wir klauen einen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ja, und wie kommen die jetzt darunter? Platsch. Na klar. Wir schmeißen einfach unsere Kollegen über Bord. Beziehungsweise von der Klippe. Boah. Und was macht Laguna? Ihr seid echt mutig. Normal springt hier kein Mensch runter. Ja, du hast es nicht mehr oder weniger geschubst. Achso, er klettert. Oder, aua, scheiße. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Nein, ey. Tja. Wer anderen eine Grube gräbt, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Gut, wir sind wieder wach. Ja, für Christus war es halt das erste Mal. Weil beim letzten Mal waren es ja Sal, Sylvie und Squall. Ja, aber diesmal war es anders. Gut, wir sind hier in dem Wald fertig und ja, suchen jetzt mal den Garten. Okay, Renoir möchte sich für Föhn entschuldigen. Das ist doch schön. Okay. Da ist der Garten, das ist ja toll. Dann gehen wir da doch mal direkt rein. Ja. Was ist das? Ich weiß nicht. Aber hier an der Stelle hing es bei mir an der PlayStation 2 bzw. PlayStation 1 immer. Wieso, weshalb auch immer. Und ja. Gut, wir sind jetzt in Galbadia Garden angekommen. Und schauen jetzt einfach mal rum, was wir hier so Schönes machen können. Hier geht es ja anders ab. Ja, ein bisschen anders wie zu Hause. Okay, Christus kümmert sich um alle Angelegenheiten anscheinend. Und wir können uns ein wenig umschauen. Hier wäre jetzt ein Speicherpunkt. Da könnten wir... Ne, wir speichern, wenn wir wieder rausgehen. Das ist ja nicht so schwer. Es passiert jetzt auch nicht wirklich viel. Ein bisschen Gebrabbel, ein bisschen Gequatsche, Getratsche und so. So. Dann warten wir jetzt einfach mal auf Christus und schauen, was er, ach, was sie bei dem Direktor hier so erreichen kann. Wir schauen, wir quatschen mal mit allen und da ist sie auch schon. Ja, wie war's? Sie haben begriffen, wie unsere Lage ist. Ja, nett ausgedrückt. Und Balamgarden ist noch heil. Ja, das ist natürlich super schön.
ja, das Statement der Regierung. Also unserer Regierung traue ich nicht so. Er ist vor Gericht gestellt und hingerichtet worden. Was? Oh, arme Renoir. Ja, man muss sich immer vorher überlegen, was man wirklich tun möchte und sich auch schon mal die Konsequenzen ausmalen. Ich meine, es muss ja nicht wirklich in Kraft treten, aber man sollte darauf vorbereitet sein. Ja, das ist natürlich für Renoir jetzt ein harter Schlag in den unteren Bereich, würde ich mal sagen. Wir sollten sie vielleicht mal ein bisschen trösten. Ja, das wissen wir ja, ne? Okay, sie ist nicht mehr in ihn verliebt, aber das war wohl letzten Jahr im Sommer. Okay, das heißt, sie ist jetzt 17. Wie kommen wir hier raus? Tja. Cell hat ja Cypher gehasst, wie die Pest. Naja. Ich würde nur sagen, das lag an beiden, ne? Tja. Ja, Vergangenheit, ne? Tja, so wird es sein, ne? Sterben heißt zur Vergangenheit werden. Weil das kann man sehen, wie man will. Aha. Was zum Henker? Er ist ja wütend. Ja. Tja. Er will nicht zur Vergangenheit werden. Ja, die anderen haben natürlich jetzt keinen Plan, was er hat, weil... Ja, die reden ja, der redet ja auch nie wirklich mit den anderen. Der frisst ja alles in sich hinein und denkt immer nur. Und ja, so, wir fragen jetzt mal Quistis, wo die alle sind. Okay, bald wird eine Durchsage kommen. Gut. Dann schauen wir mal, wann diese Durchsage kommen wird, wo wir uns zu treffen haben. Schau mal eine an. Fusion und Raijin. Das ist natürlich jetzt was ganz Tolles. Ihr müsst mal schauen, wie oft Raijin das Wort mal benutzt, ja? Das ist echt wirklich unglaublich. Also, was soll mal die Frage? Wir sind Kuriere. Das war das erste Mal. Wir überbringen euch neue Befehle vom Direktor Sid. Was für Befehle? Hab mal keine Ahnung. Nummer 2. Wir haben es einem hohen Tier hier übergeben, Anweisung vom Direktor. Joa. Erklärung. Wir sollten eigentlich nach Timber, aber es fahren mal keine Züge. Nummer 3. Deswegen kamen wir mal hierher. Nummer 4. Wir sind froh, dass wir euch getroffen haben. Tja, ah genau, ist Cypher mal nicht bei euch? Nummer 5. Cypher ist angeblich tot. Naja, das glaubt keiner. Lüge. Das ist mal nicht wahr. Nummer 6. Ihn stellt man nicht so einfach vor Gericht. Und schon gar nicht mal hinrichten. Das passt nicht zu Cypher. Nummer 6 oder 7? Auf jeden Fall macht das ganz schön oft. Boah, Cypher suchen gehen. Ja, die zwei machen sich jetzt die Suche nach Cypher zu ihrer eigenen Mission. Ja,
sind halt die besten Freunde von dem und ja, ich meine, wenn meine beste Freundin oder mein bester Freund vermisst wird, ich würde da, weiß nicht, Gott und die Welt in Bewegung setzen, um die zwei wieder zu, um den, ja, die zwei, ich meine, beste Freund, beste Freundin, ne, wiederzufinden. Das ist ganz klar. Gut, wir sind jetzt hier durch, wir sollen wieder zum Haupteingang. Ach, wir müssen Christus mitnehmen hier. So. Und da hinten kommt er auch schon. Dann wollen wir mal schauen, was unsere kommende Mission sein wird. Genau, Renoir tut so, als ob sie ein Seed wäre. Dodona, toller Name. Guten Tag. Ja, ich habe neue Befehle für Sie von Direktor Sid. Okay, dann wollen wir mal gucken. Okay, die erstellen gerade einen Plan, aber einen Plan wofür? Sollen wir jetzt Cypher jagen oder so? Hm. Aha, Sie wissen, dass die galvadianische Regierung die Hexe zur Botschafterin ernannt hat. Ja, Hexen flößen Furcht ein. Faire Verhandlungen sind nicht möglich. Okay. Gut, okay, dann wird das wahrscheinlich unsere Aufgabe sein. Somit bleiben uns im Grunde keine Alternativen. Wir beauftragen Sie hiermit, den Weltfrieden und unsere Zukunft zu retten. Okay. Okay, wir bekommen jetzt ein Schreiben. Falls wir da jetzt irgendwie noch offene Fragen haben, können wir die wohl da entnehmen. Fragen? Nur, ich habe eigentlich keine. Laut Befehl soll der Auftrag von einem Scharfschützen ausgeführt werden. Ja, und keiner von uns hat ein Gewehr. Genau, wir haben keinen Charakter. Achso, wir bekommen einen. Irvine Keenis. Toller Hut. Oh, schöne Waffe. Schöne Augen. Hübsches Kerlchen. Okay. Abmarsch, wenn wir bereit sind. Alles klar. Naja, ich bin immer bereit. Ja. Ich mag auch keine Fehlschläge. So, Christus? Unser nächster Job. Nein, das ist kein Job. Das ist ein Befehl von Balam und Galbadiagarden. Wir werden einen Attentat auf die Hexe verüben. Okay. Und Urban Kines ist der Scharfschütze. Ja, dann wollen wir uns doch mal ein bisschen dafür bereit machen. Wir müssen die Hexe um jeden Preis ausschalten, so lautet der Befehl. Unser nächstes Reiseziel ist die galbadianische Hauptstadt Delling City. Dort treffen wir Oberst Carway und erstellen den Plan. Abmarsch. Alles klar, Chef. Ich möchte ein Team bilden, bis wir in Delling City sind. Ja, kannst du machen.
Sylphie hätte ich gerne bei mir eigentlich. Allerdings würde ich euch auch gerne mal Renoas Special Attack zeigen, wenn wir mal dazu kommen. Aber ich denke mal. Ach komm, lassen wir das erstmal so. Okay. Was ist jetzt schon wieder? Ich bin super glücklich, dass ich mit so hübschen Girls zusammen sein kann. Ach so, ein kleiner. Oh Mann, oh Mann. Habe ich was Falsches gesagt? Da soll eine die Weiber verstehen. Ja, das stimmt. Ja, Cell kommt irgendwie mit gar keinem zurecht. Was ist jetzt schon wieder? Ja, Quistis. Oh Mann. Himmel, Arsch und Zwirn, das darf doch nicht wahr sein. Okay. So, ich weiß, wie das mit dem Tausch geht. Das hatte ich euch schon mal vorhin gezeigt mit dem Austausch. Gut. Ja, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz meinen geheimen Levelplatz. Da müssen wir noch mal kurz durch den Wald. Ach du heiliger Mist. Oh nein. Ich glaube, wir sollten mal... wir laufen mal jetzt weg, weil ich habe nichts gekoppelt. Da war ich wieder ein bisschen zu schnell. Okay. So. Dabei haben die mir das gerade noch gezeigt, ne? Nein, nicht Charakter tauschen. Obwohl... Die waren ja irgendwie nicht ganz so glücklich. So. Schnell einmal speichern. Na toll, mitten im Wald. Nicht gut. Oh, nee, 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 nee. Das geht gar nicht. Das schaffen wir noch nicht. Oh Gott. Und wieso war bei Renoir nichts gekoppelt? Wollen mich verarschen? Hatten wir nicht gerade Renoir mit dabei? Immer diese Hin- und Herkopplerei. Nee, irgendwann kann nichts haben. Alles klar. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. So. Wir müssen jetzt hier immer geradeaus laufen. Ja, der Gegner ist leider nicht stark genug, um die Spezialattacke von Renoir zu sehen. Da hinten ist schon die Kuhle. Ein Fongo-Ongo. Da, Kombi Angel.
Ja. Ne? So sieht's aus. So, und wenn ihr jetzt auf Status Renoa geht, dann könnt ihr euch hier die Spezialattacke aussuchen. Also ihr geht halt in das Menü vom, also stand Status Renoa, drückt dann so lange auf X weiter oder A, je nachdem wo es später spielbar ist, und dann könnt ihr euch halt hier eine Attacke aussuchen. So, Angel Sturm, Angriff auf einen Gegner und Angel Kanone, Angriff auf alle Gegner. Das gefällt mir ganz gut. Das wird jetzt auch gelernt. So. Bei Squall haben wir, glaube ich, noch nichts, weil da kriege ich erst alles andere mit dem... mit den nächsten Waffen. Aber wir haben noch keine Items. Und bei ihr ist halt immer noch... ja, Tombola, Mega Vita. Das ist halt das Wichtigste für mich. Burning Rave, das ist immer noch das Einzigste. Wir haben da noch nichts anderes. Bei ihm gibt es verschiedene Munition zu kaufen oder zum Herstellen. Dann gibt es auch andere Waffen. Und bei Quistis, ja, bei Quistis, da lernen wir halt einfach, müssen wir mit Items einfach, geben wir ihr irgendwelche Items, dann lernt die irgendwas. Und ja, dann bekommt sie auch andere Attacken. So, ich merke schon, die Aufnahme wird ziemlich lang. Aber wir haben es gleich geschafft. Schrauben, das ist sehr gut. Die brauchen wir für die Waffe zum Umbauen. Oh, boah. Jetzt lassen die mich nicht gehen, ne? Na komm schon, lass mich ankommen. So, wir sind da. Hier in diesem Loch, in dieser Felsschlucht, innen irgendwie was, keine Ahnung. Hier könnt ihr immer rauf und runter gehen. Und hier bekommt ihr, nicht wirklich diese Gegner. Da waren wir wohl noch nicht tief genug. Nett. Gut, nochmal von vorne. Also, hier in dieser Schlucht gibt es ein Monster. Da kommt immer das gleiche. Übrigens, hier ist noch ein versteckter Drawpunkt, Litzra. Haben wir aber alles schon. So, ja. Wir suchen jetzt mal schnell noch einen Gegner. Und wenn ihr immer gegen dieses Vieh hier kämpft, das sind drei Gegner. Also zwei Hände und ein Kopf. Dann, dann bekommt ihr halt die
Also ihr bekommt wirklich super gute Erfahrungspunkte und AP für die GFs. So. Nein. So, macht in diesem Kampf Siren immer zuerst, immer. Weil die gibt denen jetzt hier, seht ihr es gleich? Da, stumm, die können dann nicht zaubern, sondern nur Normalangriff machen. Und ja, böser Blick ist sehr gefährlich, aber es ist Gott sei Dank gefehlt. Ja. Und ihr könnt dann hier halt so lange weitermachen, bis ihr den Gegner besiegt habt und euer Level erreicht habt, was ihr erreichen wollt. Nein, nein, Miss, Miss, bitte. Oh, verdammt. Ja, mit bösem Blick können die euch verwirren. Und das ist gar nicht gut. Wenn die Charakter nämlich verwirrt sind, dann benutzen die irgendwelche Sachen aus dem Inventar und räumen das mal leer, ne? Ist nicht gut. Oh, komm schon. Naja. Ja klar, Elixier. Na toll. Ja, so ein Elixier ist arschteuer. Und das hat sie mal eben benutzt. Ich könnte heulen. Mein Bruder würde mich jetzt auslachen. Das darf nicht wahr sein. Mann, ey.
Ja, komm, reck doch endlich. Dankeschön. So, erhalten Erfahrungspunkte 736. Sylphie natürlich ein bisschen mehr, weil sie den Boss bzw. den Gegner zuletzt geschlagen hat. Und es echt wirklich, fast jeden Kampf gehen die Viecher alle Level ab und die Charakter auch. Das finde ich halt ziemlich cool. Und diese Zaubersplitter könnt ihr nachher auch in Zauber umwandeln, wenn eure GFs halt die verschiedenen Sachen da gelernt haben. Und ja, hier ist es halt mit dem geheimen Levelplatz, was ich euch schon so oft erzählt hatte. Und hier werde ich jetzt auch auf jeden Fall erstmal eine Weile leveln, weil wir den Hexenkampf vor uns haben. Und ich würde da schon gerne so einmal rein und durchflupschen und wieder raus. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das hier erstmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.